Ich mache mir jetzt keine Mühe, das hier nochmal vorzulesen. Ihr habt das von Eldis gehört. Ich lese lieber die Übersetzung vor. Vailiana, ich schwöre, den Dracosi-Palast sowie seine rechtmäßigen Herrscher, die Kinder von Aurelia Dracosi zu beschützen. Ich schwöre ihnen meine Liebe und mein Leben, sonst möge mich Magrats Feuer verbrennen. First, recover Lucia's sword from Essaia. Then, sail to the seas. Holst erst Lucias Schwert von Issea, segel dann hinauf aufs Meer. Unsheath the sword by chanting the Darkozzi oath. When Lucia comes for it, kill her and take the Fonferus. Ja, Fonferus ist das der Originalname des fliegenden Henkers. Ziehe das Schwert, indem du den Darkozzi-Eid aufsagst. Wenn Luciana kommt, töte sie und nimm dir die Fonferus. In the meantime, I'll set the entire Principi into movement. Expect a formidable fleet at the ready on your return. We'll conquer Ukaizo and sack its riches. In der Zwischenzeit mobilisiere ich die gesamte Principi. Bei deiner Rückkehr wird eine riesige Flotte auf dich warten. Wir werden Ukaizo erobern und seine Reichtümer einsacken. Du wirst schon sehen. Bevor ich gehe, habe ich noch ein paar Fragen. I'll happily lend you my ear and my sword and other things. Okay, ich leihe dir gerne ein Ohr und mein Schwert und andere Dinge. Sie grinst böse. Ja, was hast du mit Ukaizo vor? We sack Ukaizo. Really run it into the ground. The way I see it, we'll either survive Aeora's end to sail off with the riches, or well, we won't. Regardless, we'll have a hell of a last go. Wir plündern Ukaizo, dem Eis mit, was nicht Nied- und Nagelfest ist. So wie ich das sehe, werden wir entweder Eoras Ende überleben und mit unseren Reichtümern in den Sonnenuntergang segeln oder eben nicht. So oder so treten wir mit einem großen Knall ab. If we can find and pilfer whatever your rogue gods after, who knows? Maybe as pirates we'll be heroes. Wenn wir das finden und stehen können, hinter dem dein Bus auf der Gott her ist, wer weiß, vielleicht sind wir Piraten dann mal die Helden. Ja, um mit dem Rad abhauen zu können, musst du es selbst zerbrechen. Then I guess we go with my second plan. Dann gehen wir wohl nach Plan B vor. I do shiver to think how the lost city of gold is going to be ours. At least for a time. Ich zittere schon, wenn ich daran denke, dass die Stadt des Goldes uns gehören wird. Zumindest für einige Zeit. Naja, sie werden es plündern und abhauen. Dann kann Onikasa selber kommen und den Rest für sich beanspruchen. Dann hat sie die Insel wenigstens wieder. Das Gold kann sie sich dann irgendwann von dem Principi zurückholen mit Waffengewalt. Ja, wie wirst du den fliegenden Henker erobern und befehligen? Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir alles. Whether the ship could becalm the seas back when it was still the Fonferus, or whether it gained the power in becoming the floating hangman, crewed and captained by the undead, I don't rightly care. Ob das Schiff nur das Meer wieder beruhigen könnte, wenn es noch die Fonferus wäre, oder ob es die Macht erlangt hat, der fliegende Henker zu werden mit einer Mannschaft oder einem Captain der Untoten, ist mir schrecklich egal. Ich will es mir nur nehmen und benutzen, zu meinem eigenen Vorteil. Ja. Wie wird die Zukunft der Principi aussehen? Wir überleben an jedem Kost. Wir expanden, conquer the seas. Wir leben frei und wir sterben, als wir choose. What better life could there be? Wir werden um jeden Preis überleben. Wir expandieren, erobern die Meere. Wir leben frei und streben, wie sterben, wie wir wollen. Was könnte es für ein besseres Leben geben? If we've only got one life to live, no future for Aeora, no more chances for our souls, then we may as well relish what time we've got. Wenn uns nur noch dieses Leben bleibt, ohne Zukunft für Aeora, ohne Chancen auf unsere Seelen, dann sollten wir die uns noch bleibende Zeit auskosten. Ja, dann lebt mal wohl. So, das heißt, wir segeln jetzt wieder zurück nach Lekataka. Wir können ja trotzdem mal fragen, was sich Onikasa gedacht hat. Für ihren Weg nach Ukaizo.
Weil mir sieht es jetzt ja nicht danach aus, als ob wir irgendeine der anderen Fraktionen verraten haben. So, eine Kataka. Gibt es eigentlich irgendeinen Ort, den wir noch nicht erkundet haben, der neu ist? Nein, aber wir haben jetzt gerade irgendwie den Marker neu gesetzt. Hey. So. Ich wundere es aber echt, dass hier noch Leute unterwegs sind mit Namen. Zum Beispiel hier Müllfelsen. Sogar ein unabhängiges Handelsschiff. Ne? Moment mal, ist das jetzt wieder das Deck der... Nee, der Gepanzerte ist das. Aha. Da ist das Deck der vielen Dinge. Ja, aber zum Beispiel der wetterfeste Kormio. Da hätte man fast die Vermutung, dass wir irgendeinen Kopfgeldjäger übersehen hätten. Takabana. Unerfahrener Huana-Kapitän, erfahrener Huana-Kapitän, meisterhafter Prinzipi-Kapitän. Und natürlich die Ratun hier oben. So, sind fast da. Handeln die eigentlich? Verhandeln, nein. So, also noch mal zum Dach. Der Schlangenkrone. Vielleicht hat Odin Kase ja doch das bessere Angebot für uns. Wäre vielleicht nämlich doch keine so gute Idee, den Prinzipi, den fliegenden Henker, zu überlassen. Wobei sie wahrscheinlich die volle Macht nicht mal ausnutzen könnten. Oder der fliegende Henker vielleicht bei der ganzen Aktion dann doch versenkt wird. So, hier sicherheitshalber mal... speichern. Nämlich wieder über Entscheidung 2. It is beyond time that we rid ourselves of the trading companies. Es ist schon lange an der Zeit, dass wir tatsächlich den Handelsgesellschaften entledigen. Sie schießt die Augen und atmet tief ein, dankbar darüber, die Worte laut aussprechen zu können. The Oaxaca stand with us. With their howling warriors on our side, I say no foreign fighter will hold their ground. Die Wahaki stehen an unserer Seite und dank der Unterstützung der heulenden Krieger kann kein fremder Kämpfer hier an Boden gewinnen, denke ich. We have studied the chart of our ancestors, seen the dead fire as they saw it. Matari Okozie will lead us home again. Wir haben die Karte unserer Vorfahren studiert und das Todesfeuer so gesehen, wie sie es gesehen haben. Motari Okozie wird uns wieder nach Hause bringen. It used to be that the strength of the trading companies grew by the lengths of Anil's belly. Now they grow fast and unchecked, feeding off all they find. Es gab einmal eine Zeit, in der die Stärke der Handelsgesellschaften um die Länge des Bauchs eines Aals anwuchs. Jetzt wachsen sie schnell und völlig unkontrolliert und verschlingen alles, was sie finden können. It is my responsibility to defang the serpent before it bites down on my neck. And I need all the help I can get. Es liegt in meiner Verantwortung, der Giftschlange die Zähne zu ziehen, bevor sie mich in den Nacken beißt. Da brauche ich jede Hilfe, die ich bekommen kann. My guards apprehended a Valian agent prowling in the shadows of the Brass Citadel.
Meine Wachen haben einen valianischen Agenten ergriffen, der sich in den Schatten der Messing-Zitadelle herumgetrieben hat. Die Königin streicht sie mit dem Daumen über das Kinn und beobachtet deine Reaktion. By his own admission, he was there to blow up Rauhtai's black powder stores. Er hat selbst zugegeben, dass er dort war, um die Pulverlager von Rauhtai in die Luft zu jagen. Das wäre eine kriegerische Handlung. Warum hast du ihn aufgehalten? Sag nichts. Warte, werden wir etwas in die Luft jagen? You wish for me to spoil the surprise? Akira, very well. Soll ich dir etwa die Überraschung verderben? Akira, nun gut. Sie zeigt mit einer knappen Geste ihre Resignation. You must pick up where the Valian agent left off. Du musst dort weitermachen, wo der valianische Agent seine Sache beendet hat. Sie fängt deinen Blick ein und lässt Schweigen die Bedeutung ihrer Worte unterstreichen. Whatever the Watcher thinks is best, I'll go along with it. Was auch immer der Wächter für das Beste hält, ich mache mit. Es handelt sich also um Sabotage. Oh, he wants a more direct confrontation. One day this will be practical. Arui wünscht. Now, we must take what opportunities the gods give. Entschuldigung. Arui wünscht eine direkte Konfrontation. Eines Tages wird das auch machbar sein. Momentan müssen wir uns jedoch mit den Chancen bescheiden, die die Götter uns bescheren. After the powder house is destroyed, our prisoner's testimony will point the way to Director Castol. Wenn das Pulverhaus erstmal zerstört ist, wird das Zeugnis unseres Gefangenen den Weg zu Direktor Castol weisen. You must not fail. Du darfst nicht versagen. Ihre Gedanken treffen dich wie ein Trommelschlag. You will have to infiltrate the powder stores east of the Brast Citadel docks. I leave it to you to live by the sword or walk by the shadows. Here, the agent's explosive. Du musst in das Pulverlager eindringen. Sie befinden sich östlich der Docks der Messing-Zitadelle. Ich überlasse es dir, ob du dir einen Weg mit dem Schwert erkämpfst oder versuchst, dich heimlich hineinzuschleichen. Hier ist der Sprengstoff des Agenten. Sie reicht dir das Explosionsgerät und bedeutet dir, frei und offen zu sprechen. Ja, das Pulverhaus wird brennen, ein kühner Schachzug, Hoheit. Ich bin dabei. Ich habe ein paar Fragen zu dem Auftrag. Stelle sie. Neugier werde ich niemals im Weg stehen. Sie öffnet die Hand. Könnte das eine Falle sein? Caution is admirable, but we keep a closer eye on the trading companies than you might think. Deine Vorsicht ist bewundernswert, aber wir behalten die Handelsgesellschaften schärfer im Auge, als du glaubst. While they are preoccupied crawling over each other to reach Ukaizo, such an elaborate ploy is beyond them. Eine solche Liste übersteigt ihre Fähigkeiten, jetzt wo sie doch so damit beschäftigt sind, sich gegenseitig auszustechen, um Ukaizo zu erreichen. Ja, warum geben wir den Hasanui nicht einfach das Zeugnis der Gefangenen? Ein freundlicher Gedanke, die Königin nickt ernst. Aber dann würden wir uns die entscheidende Gelegenheit entgehen lassen, zwei Feinde gleichzeitig lahmzulegen. Und woher wissen wir, ob dieser valianische Agent auch tatsächlich bei seiner Geschichte bleiben wird? Because when the dust settles, we have promised him a lenient sentence. You might even call it a job. Weil wir ihm eine Mindeststrafe versprochen haben, wenn sich der Staub erst einmal wieder gelegt hat. Du kannst es sogar als eine Aufgabe betrachten. Sie lächelt listig. Refreshing to find one whose loyalty can be bought. The dead fire is full of such adamant and principled kith these days. Wie erfrischend, auf jemanden zu treffen, dessen Loyalität käuflich ist. Heutzutage steht das Todesfeuer so voller eiserner Gestandener mit Grundsätzen. Würde es wahrlich etwas bewirken, wenn wir das Schwarzpulver der Rauhtai vernichten? Akira. It will geld their mighty cannons, reducing those titans of warfare to useless iron. Akira, es wird ihre mächtigen Kanonen kastrieren und diese Titanen der Kriegskunst in nutzloses Eisen verwandeln. Der Geist eines Lächels formt sich auf ihrem Gesicht. The seas will be quiet for a change. If nothing else, whales will thank us. Das Meer wird zur Abwechslung einmal ruhig da liegen und zumindest die Wale werden es uns danken. Und was bringt es uns, Castor die Schuld zu geben? The ire of Rauhtai will turn to the Valian Republics, and both will be too distracted with each other to notice our ship's landing on Ukaizo. Der Zorn der Rauhtai wird sich gegen die Valianischen Republiken wenden, und dann werden beide voneinander viel zu sehr abgelenkt sein, um es zu bemerken, wenn unsere Schiffe in Ukaizo landen. It is asking too much that the trading companies simply destroy each other, but I have been surprised in the past.
Es ist natürlich zu viel verlangt zu erwarten, dass sich die Handelsgesellschaften einfach gegenseitig zerstören. Aber ich bin in der Vergangenheit schon mehrfach überrascht worden. Keine weiteren Fragen. Are the terms of the mission acceptable, Watcher? Gut, sind die Bedingungen dieser Mission akzeptabel, Wächter? Ein kühner Schachzug, Hoheit, ich bin dabei. For Ngati, I say you must be a tricksome fish. For Wodica, I say order must be restored. The gods will thank you, but not half as much as the Hoana.